Tipp 24. Bleib immer am Ball. Gerade für eine gute Vorbereitung auf Klassenarbeiten ist es sehr sinnvoll, immer auf dem Laufenden zu sein. Wenn du immer am Ball bleibst und nicht auf den letzten Drücker oder in einer kurzfristigen Nacht- und Nebelaktion lernst, benötigst du weniger Zeit zur Vorbereitung unmittelbar vor der Klassenarbeit. Beachte dabei folgende Tipps. Erstens. Arbeite im Unterricht aktiv mit und erstelle Mitschriften. Beteilige dich am Unterrichtsgeschehen aktiv. Höre aufmerksam zu und schreibe wichtige Dinge auf. Deine Mitschriften sollten Folgendes beinhalten. Alle Tafelanschriebe und Tafelbilder, Lehrerdiktate und eigene Notizen. Gerade Unterrichtsmitschriften sind sehr sinnvoll. Sie helfen dir, dich bei der Vorbereitung auf eine Unterrichtsstunde oder eine anstehende Klassenarbeit wieder an den Lernstoff zu erinnern. Wenige Stichpunkte oder eine kurze Zusammenfassung der Stundeninhalte reichen dazu oft aus. Gestalte deine Unterrichtsmitschriften wie beim letzten Tipp beschrieben. Zweitens, stelle Fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Trau dich zu fragen, wenn dir etwas unklar ist am besten sofort während der Unterrichtsstunde. Sollten zu Hause bei den Hausaufgaben oder beim Lernen Fragen auftauchen, dann notiere sie, um sie in der nächsten Stunde zu klären. Deine Fragen interessieren sicher auch deine Mitschüler. Drittens, ordne Arbeitsblätter und Kopien. Du erleichterst dir die Vorbereitung auf die nächste Stunde oder auf eine Klassenarbeit, wenn deine Aufzeichnungen, Arbeitsblätter und Kopien nicht nur vollständig, sondern auch geordnet sind, lege für jedes Fach einen eigenen Ordner an, in den du deine Materialien sofort und in der richtigen Reihenfolge einheftest. Viertens. Behalte den Überblick und wiederhole sofort. Schau dir deine Hefteinträge und Unterrichtsmaterialien immer am selben Tag noch einmal an. Je früher, desto besser. Das hilft dir, die neuen Inhalte in deinem Gedächtnis sicher zu speichern. Fünftens, ergänze dein Wissen. Besorge dir Bücher und Zeitschriften zum jeweiligen Thema. Nutze auch das Internet, falls du weitere Informationen zum Lernstoff benötigst. Und sechstens, lass dir helfen. Habe den Mut, dir Hilfe zu holen, wenn du das Gefühl hast, den Anschluss zu verlieren. Sollten die Freunde und Mitschüler nicht unterstützen können, dann sprich mit deinen Eltern über eine mögliche Nachhilfe.